Ladies and Gentlemen, es ist 2.30 Uhr nachts. Willkommen zum Qualifying in Brasilien, zum vorletzten Qualifying der vierten Saison. Kurze Info am Rande, Anmerkung der Redaktion quasi. Das Rennen kommt am Montag, nicht am heutigen Sonntag. Das schaffe ich nicht zeitlich. Sorry. Ich habe gerade noch überall in meinem Auto die frischesten Komponenten, die ich noch zur Verfügung habe, gewählt. Die werden noch eingebaut. Nicht zum Qualifying jetzt, sondern dann zum Rennen, schätze ich mal. Damit wir dann das Rennen und auch das Finale mit den frischesten Komponenten bestreiten können, die wir noch haben. Da sind noch ein paar ganz frische Sachen dabei. Weiß ich gar nicht, was... Man sieht gar nicht, was eingebaut werden soll, ne? Doch, immer das, was rot ist, glaube ich. Hier habe ich noch ein paar 0% und so ein paar 18% Sachen. Nochmal frischen Wind quasi dann. Der Qualifier müssen wir noch mit den in Anführungszeichen alten Dingern absolvieren, aber das sollte kein Problem sein. Wir gehen zur Strecke. Park für mich, ist klar. Wir fahren mal raus. Das erste freie Training ist ins Wasser gefallen, das war nass. Im zweiten hatte ich dann nicht mehr alle Reifen, die ich eigentlich haben wollte. Dementsprechend lief das nicht ganz so gut. Ja. Mir fehlten Reifen. Beziehungsweise ich musste Tests mit Reifen machen, mit denen ich die eigentlich nicht mache. Wegen Regen. Und ich bin das freie Training extra nicht gefahren, weil Regen haben wir das ganze Wochenende nicht. Das bringt also gar nichts. Willst du vorbei oder willst du nicht vorbei? Lass euch mal vorbei. Übrigens, die ganzen Designs, die ich reingeladen habe, sind alle wieder weg, weil ich das Spiel verschoben habe über Steam und dann, ja, verschiebt er nur die Originaldateien und ersetzt die Nicht-Originaldateien. Dementsprechend wieder alles rückgängig. Macht aber nichts. Hoppla. Etwas überambitioniert. Boah, jetzt habe ich auch noch Windschatten, das ist natürlich jetzt awesome. Ein bisschen zumindest. Ja, doch, merklich, merklich, merklich. Das war ein gutes Timing. Sollte also für einen Sprung in Q2 reichen. Nicht, dass ich da irgendwie skeptisch wäre, dass ich das nicht schaffen würde, aber das Qualifying-Testergebnis im freien Training sagte mir oder prognostizierte mir nur einen Platz 7 oder 8. Ich hab's vergessen. Also im letzten Rennen war das eigentlich immer Pole. Nur diesmal irgendwie nicht. Ich befürchte auch, dass das im nächsten Rennen in Abu Dhabi genauso sein wird. Aber da ist die KI ja deutlich stärker. Oder ich kann die Strecke deutlich schlechter. Das weiß ich. Das hatten wir auf jeden Fall in den letzten Jahren immer. Abu Dhabi war ich richtig schlecht. Beziehungsweise die KI richtig stark. Kann man sich jetzt aussuchen. Und da es keine neuen Upgrades mehr geben wird, ändert sich da auch nicht mehr viel. Die nächsten Upgrades wird es dann erst Anfang der nächsten Saison geben. Viel ist das dann nicht mehr.
ich denke auch mal, ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr den Weltmeistertitel holen werden. Und da fährt Ricciardo noch mal ein bisschen schneller. Das habe ich fast gedacht. Viel schneller oder geht's? Es sind 16.000stel. Okay, Kevin, Alter, fuck, Kevin haut's raus. Ja, der Mittelsektor, das ist nicht so meins. Wir kürzen das Ganze ab. Nächstes Jahr mache ich das so. Oder nee, nächstes Jahr. Nächste Season mache ich das sowieso anders. Da gibt es dann keine zwei Folgen mehr. Da gibt es nur noch eine am Sonntag. Und vor dem Rennen schneide ich dann einfach die schnellste Qualifying-Runde rein. Und das Ergebnis fertig aus. Weil ich denke mal, wir sind jetzt auf dem Niveau, wo wir sagen können, wir kommen locker in Q3. Ah, locker ist was an. Ah, wobei, das ist schön knapp alles hier. Okay. Vielleicht sollte ich jetzt mal einen Ticken schneller fahren. Keine 1,65, sondern mal so eine 1,632. Das wäre doch mal was Schönes. Sollte alles machbar sein. Fliegende Runde. Wir kürzen das Ganze wieder ab. Wenn er mich denn mal lässt. Alles aber nicht schön. Oh Gott! Ich habe richtig verkackt. Eins, sechs, drei. Okay. Trotz richtig verkackt, das heißt wir haben... Ach du Scheiße. Es gibt noch ein wenig Potenzial nach oben. Aber da habe ich mal richtig was liegen lassen. Okay, keine Kapriolen jetzt. Komm, bevor ich jetzt den Wagen irgendwie in die Wand setze und das Qualifying vorbei ist, nehme ich mal die schnelle Option. Schnellreise quasi, so. Es war ein bisschen schneller als vorhin, aber ich bin Siebter. Okay, dann hat sich ja die Frage, ob wir noch einen Run machen oder nicht, gerade erübrigt. Wir nehmen einen neuen Satz Reifen und fahren nochmal raus. Hoppala. Weil außerhalb der Top 10 möchte ich es nicht unbedingt starten. Auch wenn ich jetzt eigentlich nur noch gucken muss, dass ich Ricciardo in Schach halte. Und Vize-Weltmeister werde. Alles andere ist sowieso vorbei. Hat. Aber diese SS, ne, schon wieder verkackt.
Mann! Wurde der Bildschirm einfach schwarz? Ja, das ist eine deutliche Verbesserung. Ja, trotzdem nur 6 da. Viereinhalb Zehntel verbessert, weiß er, und dann trotzdem noch 6. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Das ist ein ganz schlechter Abwärtstrend. 6 mit immer noch 4 Zehntel Rückstand. Ob das reicht? Nee, ich fahr nochmal. Das ist mir hier, das ist nichts. Hier, nehmen wir den Satz. 9 fange ich jetzt nicht nochmal an. Ich muss die SS Dr. Senna erst besser kriegen. Das habe ich gerade wieder verhauen. Ach, da, das ist mir alles zu heikel. Oh Gott. Ah! Fuck. 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 Scheiße. Ja, das war's. Oh Gott. Was war das denn jetzt? Ja, das war's dann mit Q3. Hätte ich es denn von der Zeit her... Ach, von der Zeit her hätte ich es auch gar nicht erst geschafft. Eine Sekunde... Was ist denn los mit der KI? Immer zum Ende der Saison werden die Bullen stark. Weißt du, in den letzten 3 Rennen war ich immer easy mit vorher dabei und jetzt... 12. Okay, dann ist der Crash nicht ganz so schlimm. Viel verbessert hätte ich mich sowieso nicht. Ich hätte mich um 50.000 verbessern müssen, nur. Na gut, ich habe den Rechtsklick schon beschissen genommen, da habe ich so viel Zeit verloren. Verbessert hätte ich mich damit eh nicht mehr. Na ja, gut. Das ist ein Rückschlag jetzt. Das ist. Naja, so viel mal zum Thema. Q3, ja. Er lädt sich ein Wolf. So. Ist mir alles egal hier. Ich erwartete natürlich eine bessere Session. Aber so etwas passiert wohl mal. Im Rennen kannst du... Ja. So, ja. Dann starten wir von 12. Ist doch mal was Schönes. Wir müssen nur vor Ricciardo kommen. Mehr nicht. Dafür haben wir noch 2 Rennzeit. Ich weiß gar nicht, wie der Vorsprung aussieht. Groß ist der nicht. 3 Punkte. So. Schauen wir mal. Schönen Sonntag. Morgen gibt es dann das Rennen. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Tschüss.